Willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Sag ich mal 2077, seit 2077. Wir können uns mal dieses Video hier, was vor dem Spiel läuft, mal anschauen. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Das ist ja ein cooles Bild. Das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Das ist halt ein Video, was kommt, wenn man Cyberpunk startet, vor dem Hauptmenü. Ich mag sowas eigentlich nicht, wenn es sowas praktisch vor dem Intro gibt und man es nicht einfach getrennt angucken kann. Vielleicht gab es das auch schon als Trailer. Ich habe die Trailer im Vorfeld extra nicht geschaut. Hey Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder um mich selber nicht zu viel zu spoilern. Arasaka-Flugzeugträger, der Night City angedockt ist, heißt Kuchira oder der Wal. Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren hin? Präsidentin Myers meinte ich natürlich. Ich meine, man muss das Amt doch respektieren. Das war so richtig schön Cyberpunk. Wie dem auch sei. Ja, wie dem auch sei. Das ist so richtig schön Cyberpunk gewesen, eben die Corporations, die Unternehmen, die Megacorps beherrschen so ziemlich die Welt und eben so der kleine Seitenhieb auf die amerikanische Regierung, die Präsidentin, die eigentlich dann gar nichts mehr zu sagen hat im Vergleich halt zu den Firmen. Und was auch so ein bisschen typisch 80er Jahre Cyberpunk ist, wo das halt ursprünglich herkommt, ist, dass japanische Firmen sehr, sehr mächtig sind. Wenn man, glaube ich, das heute ganz neu schreiben würde, dann ist Cyberpunk natürlich ganz bewusst darauf Bezug. Aber wenn man es jetzt ganz neu machen würde, vielleicht realistischer, wären es wahrscheinlich eher chinesische Firmen inzwischen. Und die man sich vielleicht in 50 Jahren Sorgen machen muss. Nun ja, so, wir sind zurück in Lizzie's Bar. Da haben wir letztes Mal unseren ersten Brain Dance gemacht. Und am Ende der Folge, falls ihr es nicht geguckt habt, habe ich mich ein bisschen mit den Trees, mit den Character Trees und Perks und dann in der Pause zwischen den Folgen jetzt noch mit Waffentypen beschäftigt. Kann ich euch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Jetzt wollen wir erstmal spielen. Wir können auch mal kurz mit Judy reden. Judy, what's the los? Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Die wirkt sehr überzeugt. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex? Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Compacky. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit.
Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Weh. Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Ja, vertrau mir mal. Ich will mir mal ganz kurz angucken, was manchmal die Symbole auf der Map sind. Wir waren noch nicht fertig. Mal gucken, was das weiße Symbol hier ist. Okay, ich komme schon zurück, sorry. Auch unhöflich mit dem Gespräch einfach weggehen. Und, was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, da stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Du hast die Wahl. Ich kenne die doch auch nicht. Ich kenne die doch überhaupt nicht. Die erzählt mir irgendeine Story hier. Irgendeinen Job. Aber ich kenne doch jetzt nicht einfach den Dex. Ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie Skrupel hätte, dem soll das toll finden, aber der weiß doch, dass ich mich mit der treffe. Und dann soll ich sagen, ja, wir haben uns getroffen, war aber nix, ich bin dann wieder gegangen, kein Job. Ich denke drüber nach, sage ich mal. Und? Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß, aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Okay. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Außen. Hochgelevelt. Puh. Ruf Dex an. Wie sieht's aus, Mr. V? Evelyns Aufnahme aus dem Compacky war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Mr. V. Schauen hier. Mal kurz auf die Map. Also da habe ich den Auftrag jetzt nicht richtig bekommen, weil sie erst anrufen muss, wenn ich mich entschieden habe, den Dex zu verarschen oder auch nicht. Oder wie ist das jetzt genau? Was haben wir denn hier noch? Da ist mein Fahrzeug. Eine Bar, die mir einen Drink gönnen. Da ist ein Schnellreisespot. Und da ist ein anderer Fixer. Stört es eigentlich immer keinen. Das ist immer so eine Sache, die stört mich immer in Rollenspielen. Dass manchmal so viel Sachen rumliegen oder auch wichtige Sachen. Und zum Beispiel hier. Das gehört doch irgendjemandem. Da legt doch keiner sein Geld hin und lässt es dann liegen. Und dann so, naja, dann kommt irgendwie der Typ vorbei, sagt das ein. Und keinen stört. Das ist einfach ein bisschen komisch, finde ich. Jetzt geht es hier schon raus. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu orientieren. Melde dich bei Militech-Agentin Meredith Stout. Triff dich mit Jackie.
bin ich jetzt in einem Raum? Da bin ich ziemlich offensichtlich irgendwie. Ziemlich unerlaubt, würde ich sagen. Ich bin da reingegangen. War komisch, dass es nicht mehr bewacht wird, ne? Dann haben sie auch selber Schuld, sag ich mal. Ist das noch was, was ich übersehen habe? Was? Ich werde sagen, bestimmt diese Woche. Mhm, okay. Gangs in Night City, das sind die ganzen Logs sozusagen. Das ist mir ein bisschen zu viel, das alles durchzulesen. Matteo. Ich will nichts zu trinken, danke. Können Sie ja mal ein bisschen vernünftig wissen, dass ich einmal die Bar richtig durchsuche. Das war der Haupteingang. Arbeitet an der Ehe. Sieht schlecht aus. Nicht unser Revier, Kido. Ich weiß, ich weiß. Aber sie will da raus. Hat genug von der Straße. Das ist anscheinend auch ein Ausgang. Der DJ. Oder DJ. Neue Nachricht von Jackie. Ja. Jackie ghostet mich. Back Mark 1. Also ich stecke jetzt hier so ein bisschen Sachen ein, die hier so rumliegen. Aber in vielen Rollenspielen spiele ich tatsächlich so, dass ich solche nicht stehle oder nicht Sachen Lange nehme, wo ich mal. Ja, du weißt ja, wie es geht. Dass ich Sachen nicht nehme, wo ich mal das Gefühl habe, das ist ja Quatsch, dass ich die gerade nehme. Der Typ, dem die gehören, steht auch direkt daneben. Den Kaffee mit Sündmilch nehme ich. Ja, aber wenn jemand direkt daneben steht und ich klaue ihm da irgendwie seine Rüstung und seine Ersparnisse und sein goldenes Familienschwert, dann denke ich mir so, irgendwie sollte das nicht so sein. Das wirkt für mich immer wie so ein Fehler im Spiel, als hätte das eigentlich besser sein müssen, dass wenn nur so die Unachtsamkeit da, dass man das so einsacken könnte. Aber so ganz so ist es ja nicht. Das ist ja nicht wirklich ein Fehler. Das ist ja schon so gewollt, das Spiel, vom Spiel, dass man das so machen kann. Ich finde es bloß immer ein bisschen komisch. Mich reißt das immer so etwas aus der Immersion raus, deswegen mache ich das nicht. Aber ich will mich erstmal hier in der Welt zurechtfinden. Das ist so, muss ich mir halt immer schön reden können. Wenn ich gerade so schön reden kann, dass das da liegt. Geht's hier raus? Ja, das war das andere von vorhin. Und ich will jetzt mal alle Räume wenigstens einmal in der Bar angucken, wie sie es war. Alles ist in Ordnung, echt. Ist ja schön irgendwas an, ein Braindance oder so. Das will ich mich nicht stören. Die haben da schön separat ihre eigene Party am Laufen. Muss ja nicht überall reinplatzen. Gestern Nacht um 4. Gina und ich Was? Sitzen an der Bar. Schwer zu sagen. Labert von diesem Bestimmt Bank. Diese Woche. Bla bla bla. Bla. Mhm, mhm. Und ich okay. versuche die ganze Zeit auch mal zu Wort zu kommen, weil sie mir die Nachmittagsschicht abnehmen. Das ist eigentlich immer steht. Damit Gesundheit wieder. Wie die alle ihre Inhalatoren hier liegen lassen. Ist auch super. In so einer Disco oder in so einer Bar, im Club einfach sich Inhalatoren, die auf dem Klo rumliegen, mitnehmen. Spaß. Das heilt bestimmt deine Gesundheit. Er weiß, dass es nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache. So blind? Könnt ihr ihn echt auch machen, das stört keinen. Das ist auch immer eine gute Idee, glaube ich. Der war so high, dass der die BD-Elektroden für angefahrene Sex hat. Ja. Na, jetzt haben wir doch langsam alles hier einmal. So.
Guck mal, da unten da noch was war. Von Symbolen kann ich ihn dann wieder zurück eigentlich, wenn ich möchte. Nee, da hat sie mich rausgeschmissen, die Evelyn. Okay. Mhm. Ja, mal sehen. Dann hauen wir hier ab. Okay, Mom. Wenn hier alles durchgeht, dann müsst ihr aufpassen. Nicht, dass hier noch was geklaut wird. Das ist unvorsichtig. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Du schon wieder. Scannen, ob hier irgendwelche coolen Leute sind. Stammkunden. Jetzt sind hier noch ein bisschen Geistesabwesen rum. Gibt es eigentlich Ärger, wenn ich Sachen hacke? Wird das bemerkt? Wenn ich jetzt einfach nur so praktisch zum Üben mal irgendwelche Sachen hacken würde. Kühlschrank. Ein Kühlschrank irgendwie da über Takte, der ihn kaputt geht. Sind die ja sauer, wissen die sich das mal. Und witzigerweise kann ich hier gar nichts hacken. Vielleicht weil es ein sicherer Bereich ist. Na gut. So, haben wir mal ein bisschen ausprobiert. Dann war es das jetzt. Ein Problem? Ich bin noch gerade rausgekommen, ich bin gleich so aggro. So, da haben wir so ein Schnellreiseterminal. Ich war jetzt nicht ganz sicher, wie das beschrieben war, ob man die einmal aktivieren muss, damit man die zukünftig nutzen kann. So viel habe ich ja nicht aktiviert. Vielleicht reicht das, wenn ich dann einmal in der Nähe war. Dann hätte ich hier mehr. Aber kann ja nicht schaden, wenn ich da einmal das einmal kurz mache. So, ich würde sagen, wir gucken unsere Missionen an. Hier, ich habe die Übergabe, trifft dich mit Jackie. Kann ich nicht einfach anrufen? Die Klientin getroffen. Ihr Name ist Parker. Evelyn Parker. Ah, wie ist sie? Wie ist sie drauf? Hat gute Beziehungen. Ganz weit oben. Haben wir auch. Wir arbeiten jetzt mit Dex. Parker kennt Yorinobu Arasaka. Sind Fickfreunde. Mirla! Oh, fuck! Und was ist mit Militech? Was willst du machen? Noch nichts. Okay, gut. Ich wäre dafür, dass das auch so bleibt. Ich warte bei All Foods, ne? Werd ihr auch nicht jünger? So, haben wir ihn angerufen, dann treffen wir uns doch mal mit ihm. Journal. Melde dich bei Militech-Agentin Meredith Stout optional. Der Jackie war jetzt eher dagegen, dass ich mich mit der treffe, oder wie? Aber das war vom Dex, war doch das. Also es gibt ja zwei Sachen, die ich jetzt noch in der Sache erledigen soll. Es gab auch diese Maelstrom-Geschichte mit den. Das ist eine andere Geschichte, das ist eine Nebenmission, dass ich mich mit dieser Gang treffe. Aber die Reihenfolge ist wahrscheinlich jetzt erstmal, habe ich doch so gewählt, dass ich jetzt erstmal diesen Teil des Auftrags erledige. Kann ich einfach anrufen, die Militech-Agentin? Meredith?
alphabetisch, ist das nicht? Da oben. Wir rufen ihn mal an. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul. Raus mit der Sprache. Was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Einen Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Dann checken wir das mal mit dem. Ich bin auch kein großer Fan davon, den Dex so sofort zu hintergehen. Nicht, wie gesagt, weil ich den toll finde, sondern scheint mir nicht die beste Idee, sofort mit dem erstbesten Auftraggeber das sich zu verscherzen. Ist doch nicht sicher, wenn ich hier so im Dunkeln langfahre. Mein Auto ist auch nicht das hellste gerade. Fehlt noch die Unterbodenbeleuchtung. So, wenigstens ein bisschen was sieht, wenn ich hier langfahre. Doch gleich ein Unfall. Die Autos fahren sich ein bisschen komisch, muss ich sagen. So ein bisschen sehr schwammig. Leute, Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Korrekt. Das war ich. Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Beruhige dich, verdammt! Ich will nur reden. Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen. Lasst mich sofort gehen, sonst... Den könnt ihr loslassen. Wir wissen, was er zu sagen hat. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnte ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut. Zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten unter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach dem Erhalt öffnen oder ihn später im Tab Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle deine Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse des Splitters zu gelangen. Aha. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun.
Aber versuch mich zu... ...ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Wo ist mein Auto hin? Ah! Da ist mein Auto, haben sie umgeparkt. Na gut. So, ist das eine gute Idee, so ein Chip zu hacken? So, wie funktioniert das jetzt? Alle Items. Wo sind diese Splitter? Wo landen die denn? Da habe ich ja auch eben schon einige eingesammelt. Junk, Verbrauchsgüter, Granaten, Kleidung, das ist ja das, ist das Cyberware. Splitter im Journal, okay. Notizen, Literatur. Notizen, wie funktioniert denn sowas? Ich dachte, da steht was Wichtiges drin. Militech Datensplitter. So, den hacken wir doch mal. So, wie funktioniert das jetzt? Man muss immer das erste finden. Und dann, also die Reihe und dann die Spalte. So, 55. Dann muss man 1C und E9. Ach so, dann wechselt er aber nochmal die Richtung. Ja. Fehlgeschlagen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie es mit zwei. Ich dachte, ich muss die nacheinander machen. Okay. Eddies auf dem Cratchip sind gesäubert. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Irgendwas hat geklappt und irgendwas hat nicht geklappt. Hätte ich beides auf einmal hacken müssen? Habe ich noch was anderes? Die sind alle nicht verschlüsselt, leider. Dass ich das nochmal üben könnte. Ja, so ist das halt. Da läuft es beim Hacken mal schief. Hack, hack. Das ist immer ein bisschen komisch. Man kann ja mal Fehler machen. Was falsch machen. Das Problem ist, wenn man gar nicht versteht, was falsch gelaufen ist. Werde ich wohl irgendwie mich noch beschäftigen müssen mit dem Hacken, genau. Vor allem, wenn da so mehrere Sachen gleichzeitig, ups, angezeigt werden. Vielleicht könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben sonst, was da genau passiert ist, weil ich check gerade echt nicht, was auch, ob das jetzt so sein soll, weil irgendwas schon am Ende ja das gesäubert hat. Ob das jetzt dann doch geklappt hat, und das habe ich bloß nicht verstanden. Ob es nicht Nein, geklappt hat. Tu das nicht. Na egal. Und das GPS, der hat manchmal einen komischen Weg zeigt. Muss man einfach mal mit Gewalt durch. Komm, gib Gas. Ich will mal das Radio ausprobieren, das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Was hören wir denn? Night FM. Hören, was du rausgeholt hast. Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bug? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet.
Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Dem Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Ich wollte jetzt mal gucken, was er dazu sagt. Also Dex hat eigentlich schon bezahlt. Jetzt haben wir nochmal Geld von Militech. Den Chip wollte ich hacken, hat aber nicht richtig geklappt. Könnte ich den... Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du... Könnte ich den jetzt einfach verwenden? Geht ja nicht. Ist ja ein Militech-Datensplitter. Aber der ist jetzt ja irgendwie... nicht freigeschaltet. Aber die Gangster, die haben, die müssen ja auch... da die Maelstrom-Leute müssen ja auch irgendwie auf den Chip zugreifen, um das Geld zu bekommen. I don't know. Nicht Sachen verkaufen oder wie? Ja, können wir hacken. Gibt's Erfahrungspunkte. Ansonsten kann ich einfach Sachen verkaufen. Ich habe zweimal ein Sturmgewehr, aber ich will ja vielleicht mit dem Crafting mich beschäftigen. Dann verkaufe ich mal noch nicht. Ich kann ja noch genug Sachen tragen. Erst 49 von 200. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Mach du erst mal beide Lichter an. Ich hasse diese Lad du mal den Textoren, dann schauen wir weiter. Warum ausgerechnet die? Na, diese Gangs sind doch alle gleich. Ich dachte, wir müssen erst mal wohin fahren. Nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ihre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, kündige unseren Besuch an. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum, wir warten schon. Okay, wenn eine Attributanforderung rot erscheint, bedeutet das, dass das Attribut gerade nicht hoch genug ist, um die Aktion auszuführen. Nur noch ein paar Grünpflanzen. Mit Stärke kann ich es abreißen. Oder ich kann es hacken. Aber das Hacken lasse ich mal, wenn ich jetzt irgendwo hier zu einem Treffen komme und erstmal ihre Sachen hacke. Ich glaube nicht, dass sie dann so glücklich sind. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch gefallen. Okay, das ist Kleidungsmod. Jo, nehmen wir mal mit. Hey, was war da drin? Ein Militech-Laster. Dachte, diese Cabrones hätten ein paar Kisten abgegriffen. Nicht den ganzen verfickten Laster. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Was kann ich denn damit machen? An die Personenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Dezent. Weil die Medkits hier rumliegen. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge.
schon erstmal ihren Alt klauen. Kommst du? Ja, ich komm schon. Okay. Cool bleiben wir. Denk dran, wir sind in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir vorliegen nehmen. Ihr habt einen Bot. Modell MT-0D12. Auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Auf Sofa. Setzen. Schönen Namen hast du. Für dich, Fleischklops. Ich steh lieber. Ist das so schwer? Aus verfickte Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Was ziehst du? Skeef. So rein wie Babypuder. Black Lace? Da kommt man schwer ran. Musst eine gute Quelle haben. Was bringt das? Steigert Endorphin und Adrenalin, dass du keine Schmerzen mehr spürst. Der Trip ist so heftig, grenzt an Psychose. Haben Konzerne ihren Kampfeinheiten verpasst, während der Konzernkriege. Cyberpsychos schlucken das wie Süßkram. Inhalieren reduziert das Brennen, ohne die Effekte zu dämpfen. Komm schon, versuch's mal. Danke, brauche ich nicht. Keine Macht den Drogen. Was, Süßer? Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Okay, wir nehmen ihn. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Brick hat es. Alles schon bezahlt. Was ist jetzt los? Also ich sehe Brickfick hier nirgendwo. Du etwa? Scheiß auf Brick. Machen wir einen neuen Deal. Ha! Sehr guter Geschäftssinn. Der Chip scheint ja eh kaputt zu sein. Also gut. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so?
ohne mit der Wimper zu zucken? Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Das ist er nicht tot. No, ganz im Gegenteil. Und er lässt schönen Grüße. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk obendrauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cratchip hat einen Virus. Keine Sorge. Hab ihn entfernt. Prüf ihn. Gefallen getan. Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Nehmt den Scheiß-Bot und verpisst euch aus meiner Fabrik. Wenn das eine Scheiß-Falle ist, mache ich Fleisch aus dir. Nova, dann haut ab. Und hey, sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. Knallerwitz. Scheiße. Hast du? Scheiße, Militech! Lass uns von hier verpissen! Okay. Da halte ich mich raus. Also kommen jetzt die großen Geschosse. Ist sowieso eher ihr Stil. Wir fahren auf dem Fertigungsband. Schalt es ein. Dann klaue ich aber noch die Sachen, wenn hier eben alles hops geht. Durch die Lüftungsschacht! Wir sollten hier echt weg. Was ist das hier? Wie lange soll ich noch warten? Los, Beeilung! Hey, du Mee, oder wie du auch heißt. Los, Bewegung! Was ist das hier? Soll es so sein? Ist das nicht jeder? Ich glaube, wir gucken jetzt nicht mehr so viele Sachen an, wir hauen einfach ab. Schneller, Jackie! Das ist aber auch nicht zu eilig. Noch einmal, Alter, mach dich locker! Okay, das war einfach nur ein Zufall. Ich dachte, ich greife uns an. Ladies and Gentlemen! Ich will mich damit den Militech-Leuten gar nicht anlegen. Einfach nicht das System, Netrunner für das System einzutreten. Du musst ihn neutralisieren. Okay. Der versucht mich da zu scannen. Und wo sehe ich das? Ich mach erstmal das. Das ist nie verkehrt. Das checke ich halt. Du musst immer so und dann hier draufklicken. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Code auswählen, Navigation, Hilfe. Ich guck mir die Hilfe nochmal dazu an. Okay, Ziel. Jetzt mache ich nicht jetzt, mache ich, wenn ich es nochmal kompliziert habe. Den normalen Hacks sind nicht so schwer. So, habe ich jetzt irgendwo einen Net-Hacker, Netrunner, der mich versucht zu hacken. Auch mal was aufheben.
Ad-Hoc Militärjacke aufgesammelt. So, mal kurz die Leute markieren. Weiß ich, wie gut der ist, oder nicht. Weiß ich trotzdem nicht. Bin gleich wieder dabei! Naja, lass dir Zeit. Alter, wir sind ungeschützt! Ich will erstmal die blöden Spinner von den Maelstroms hier vorgehen lassen, dass die nicht tanken, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die zu viel sterben lasse, dann bleiben, dann machen die nichts mehr und die Militex sind dann zu gefährlich. Ich check jetzt nicht, wer hier liegt, also wenn ich. Okay, der entscheidet. Scheiße, wir sind ungeschützt! Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst! Er ist getroffen! Hält der einfach so viel aus? Ich habe jetzt gedacht, weil ich drauf schieße und nichts passiert, dass das ein Freund da ist. Anscheinend nicht. Er ist gechippt! Kommt der auch mal irgendwann? Scheiße, wir sind ungeschützt! Okay. Ich war jetzt so verwirrt, weil ich dachte, dass der irgendwie unverwundbar ist. Dass ein, wenn der hier auf meiner Seite steht. Ist, deswegen lieber hacken und nicht so viel fighten. So, ihr kämpft euch mal weiter. Ist dann eure Waffen eigentlich verpiss mich hier. Was immer steht. Infanteriespeer. Oh, er ist getroffen! Man versucht auch mal, da irgendwo sieht, dass es gleich steht, welche Zugehörigkeit die haben, und er war rot. Los, los, Achtung, die haben... Autsch, wollten wir den Typ markieren? Ich nehme mal kurz die Gegner, damit es halt nicht mehr zu so einem Quatsch kommt. Da ist die Fluchtroute. Magazin ist leer! Die eigentlich gar nicht hacken? Nee, kann man doch nicht mehr. Treffer!
Ding raus. Die Taschenlampe wäre im Spiel auch mal was. Ist nur eine Frage der Zeit. Los mit lustig! Jackie, bist du mit dabei? Freunde, das ist krass, geht, ne? Nicht mehr. Schön noch looten in meinem Kampf, das ist das Wichtigste. Ehrlich gesagt sehen die auch alle scheiße aus. Nur, dass mein Freund kann ich auseinanderhalten kann. Wenn es alles solche Spinner sind. Oh oh. Gleich ein Mac. Mach das Ball! Richtig anstecken! Moment! Ich lad nach! Ich brauche bessere Waffen. Den kann man ganz dauerhaft markieren. Au! Da ist noch einer. Jedes Magazin muss nachladen! Ja, wir haben eine Pistole gegen den Mac. Ich weiß nicht. Das sieht ein bisschen scheiße an. Hier nicht den bisschen besser sehen kann. Ja. Jetzt müsste ich den mal hacken, aber die Cyberspots, also Dinger heißen noch frei. So Schadenszahlen erscheinen ja schon, aber ich sag mal. Okay. Irgendwie hat es den ja schon jetzt. Komm schon! Nochmal! Nochmal! Ich hab nur Sachen ein, was ich sag. Jetzt reicht mir! So will ich das sehen! Wie weg hier. Okay, das lief alles wie geplant. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt. Ich habe irgendwie zwischendurch noch EMP-Granaten geworfen, glaube ich. Granaten. Hier geht's lang. Eine Sekunde. Hab noch was für dich. Ein bisschen Wegzählung. Dein Skif? Sagen wir, mir gefällt, dass du Geschmack hast. Na los, nimm schon.
Typ ist unglaublich. Ja, perfekt gelöst haben wir die Mission. Das war alles wie geplant. Auf keinen Fall. Lass uns verschwinden. Militech. Die haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor. Da können wir reden. Warte. Also wir können nichts dafür. Wir haben alles nach Plan gemacht. Ich möchte mit Ihnen reden. Du hast doch meine Leute geschossen. Kennst du den Typen? Anthony Gilchrist. Noch immer am Leben und zur Abwechslung nicht gefesselt. Du hast ein gutes Gedächtnis für Namen. Aber das reicht leider nicht, wenn Militech aufkreuzt. Die haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Danke. Bist gar nicht so übel. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu tun. Man ist dir gefolgt, aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Ganz genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende, hm? Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Und du? Warum bist du hier? Nun, muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Hey, Leute, wie. Da bin ich jetzt ein bisschen... Aus, Mr. V. Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Brick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? Mit der Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Wie haben sie an? Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Tja, ich würde sagen, da sind wir so ein bisschen durchgestolpert durch die Geschichte. Tja, so ist es manchmal. Vor allem habe ich am Anfang nicht gecheckt, wer zu wem gehört. Aber man lernt langsam dazu, das Street Kid. Vielleicht sollte es schon ein bisschen mehr wissen, ein bisschen streetwise sein. Aber wir müssen das auch noch erst lernen. Am Ende hat es geklappt. Jetzt gehen wir zum Afterlife als nächstes und gucken mal, was da los ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Dex handhabe. Ich muss dann irgendwie mal ein bisschen da eine geradere Linie finden. Wenn wir uns so weiter stolpern, das wird uns noch zum Verhängnis werden. Aber schauen wir mal, wie wir es machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.